Ich begrüße euch zur Löwenrunde vor unserem Heimspiel morgen gegen den MSV Duisburg. Abiyunus Yannickis neben mir darf ich begrüßen und die Fragen dürft ihr direkt stellen. Wir beginnen mit der Fragerunde. Wer möchte anfangen? Oliver Griss beginnt. Herr Yannickis, Ihre Premiere steht bevor. Wie groß ist die Aufregung vor Ihrem ersten Spiel bei 1860 München ausverkauften Grünwalder Stadion? Die Aufregung ist nicht da, Vorfreude ist da. Vor unseren Fans, vor dem ausverkauften Stadion zu spielen, macht riesen Vorfreude und ja, die Mannschaft auch. Können es kaum erwarten und wir freuen uns drauf. Es gibt ja einige Personalentscheidungen zu klären wahrscheinlich, für Sie auch. Sie werden möglicherweise die eine oder andere Veränderung vornehmen im Vergleich zu Ihrem Vorgänger. Was können Sie denn sagen, wie es im Tor ausgegangen ist, dieser Zweikampf? Ja, grundsätzlich sind wir natürlich froh, zwei sehr gute Torhüter in eigenen Reihen zu haben. Wir hätten bei beiden ein Top-Gefühl gehabt. Die Entscheidung ist für Marco Hiller ausgefallen, aufgrund seiner Erfahrung. Und er wird unserem Traum genießen. Konstantin? Christopher, das Mikro, Dankeschön. Wie sieht es denn aus beim restlichen Personal? Wer ist fit, wer fällt aus? Mit Ausnahme vom Joel sind alle mit an Bord. Alle fix, alle gesund und alle bereit. Ich habe noch eine Nachfrage zum Torwartduell. Ist es damit klar, dass Marco Hiller bis zum Ende der Saison im Tor stehen wird? Grundsätzlich genießt er jetzt unser Vertrauen, ja. Natürlich gilt das Leistungsprinzip, aber ja, unser Vertrauen hat er für den Moment. Hier nichts. Warum wurde TSV 1860 München morgen 3 Punkte bei Ihrer Premiere? Warum? Weil wir alles dafür tun werden, weil wir eine gute Balance auf den Platz bringen werden zwischen Defensive und Offensive und die Ansätze, die wir im Testspiel schon gezeigt haben, weiter fortführen werden. Dann Uli mit Nico bitte. Jetzt stehen ja innerhalb von 9 Tagen 3 Spiele an. Es geht also gleich richtig zur Sache. Ist das jetzt aus Ihrer Sicht als neu gekommener Trainer ein Vorteil oder ein Nachteil? Ich glaube, für die Spieler, die lieber gerne spielen als trainieren, ist es natürlich ein Vorteil. Da magst du natürlich den einen oder anderen Einheit mehr machen, wenn du jetzt so kurzfristig da bist. Aber es ist, wie es ist. Wir freuen uns auf 3 Spiele. Und haben die Chance natürlich, müssen die Chancen auch sehen, in diesen 3 Spielen auch ordentlich zu punkten. Weiter bei Ruben. Wie viele offene personelle Fragen gibt es denn bis für morgen noch? Oder haben Sie das Gerüst im Kopf? Das Gerüst natürlich habe ich im Kopf und natürlich haben wir einen Plan auf Ausgabe jetzt schon für morgen. Natürlich gibt es noch die letzten Analysen von Trainingseinheiten, noch von gestern und heute, um final das zu entscheiden. Aber der Plan eigentlich für das morgige Spiel im Großen und Ganzen mit ein paar Ausnahmen steht. Dann Christoph, bitte. Ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das ja nicht ideal war für die Mannschaft, wie es in die Winterpause ging. Das eine ist immer die Taktik, das andere ist, was haben Sie gemacht mit der Mannschaft, dass da auch das Selbstvertrauen dann für das Spiel morgen wieder da ist, dass man die ganzen schlechten Stimmungen in der Winterpause gelassen hat? Ja, grundsätzlich war der Fokus erstmal die Mannschaft nicht zu überfrachten mit ganz neuen Inhalten. Wir haben ja die Basis fortgeführt, die schon da war. Im Endeffekt ging es um Positionstreue und Balance zwischen Defensive und Offensive, um eine Positionsspezifik, wie wir angreifen wollen, wie wir verteidigen wollen. Ich glaube, da haben wir auch erste Ansätze gesehen im Testspiel. Und ich habe da ordentliche Fortschritte gesehen. Natürlich sind 7-8 Tage jetzt nicht die Welt, um dazu arbeiten, aber für die 7-8 Tage habe ich schon gute Fortschritte gesehen und auch eine gute Stimmung, dass der Rucksack, der da war, kleiner geworden ist, das spürt man. Ja, und jetzt geht es halt in der Kampf. Und haben da diesbezüglich dann eventuell auch ein paar Spieler angeschoben, die vielleicht vorher öfters auf der Bank saßen? Schon jeder hatte die Chance, sich zu zeigen. Und man bewertet natürlich die Sachen, die man sieht. Wer adaptiert die Inhalte am schnellsten? Wer macht die schnellsten Fortschritte in dem, was wir wollen? Wer präsentiert sich gut und schlecht? Wir filmen ja auch jede Trainingseinheit, um da auch maximale Fortschritte
zu machen, indem wir es der Mannschaft auch präsentieren und wir es auch analysieren, um die besten möglichen Entscheidungen auch zu treffen. Rufen bitte. 60 litt ja unter ziemlichen Torarmut in den letzten Spielen der Hinserie. Jetzt gab es 10 Treffer in 2 Testspielen. Was spricht dafür, dass das auch transferiert wird in dem Ernstfall? Ja, Fehler hat 2 Tore gemacht in den beiden Testspielen. Die Mannschaft, habe ich das Gefühl, und nachweislich auch in den Analysen der Testspiele, kommt jetzt schneller ins letzte Drittel und es spielt sich mehr Torchancen. Speziell das Spiel, das ich geleitet habe, war dann auch so, als ich in der Analyse und ja, und jetzt gilt das Ganze natürlich in den Wettkampf zu transportieren. Moritz Wangerter ist ja so ein bisschen Aufsteiger der letzten Wochen. Welche Rolle haben Sie für ihn jetzt am morgigen Samstag? Das wird er zuerst erfahren und die Mannschaft zuerst erfahren, welche Rolle er hat. Prinzipiell ist es ein Spieler, der jetzt ein paar Wochen bei uns ist. Wir arbeiten jetzt kurz zusammen. Er macht seine ersten Schritte jetzt in der Profimannschaft und präsentiert sich ordentlich und gut. Ist ein interessanter Spieler für uns. Inwieweit es für morgen dann schon so weit ist, dass er Einsatzzeit bekommt, ist spannend. Uli, wenn du kurz das Mikro hintergeben würdest, bitte. Zuletzt waren ja der Moritz Schröter und der Tim Ried etwas angeschlagen. Könnte man die morgen bedenkenlos bringen, auch bei den winterlichen Temperaturen? Oder wollen Sie da lieber kein Risiko eingehen bei so wichtigen Spielen? Es besteht kein Risiko. Beide sind körperlich gesund und körperlich fit, haben die Einheiten auch voll mitgezogen. Da besteht kein Risiko, dass die beiden es nicht, also medizinisch nicht und körperlich am Stück halten können. Bislang konnte 60 München noch nicht auf dem Transfermarkt nachlegen. Woran hakt es noch aus Ihrer Sicht? Ja, es wird für eine gute Lösung für 60 München gearbeitet, nicht an einer schnellen Lösung. Aber prinzipiell tun wir es gut daran, uns auf die Spieler zu fokussieren, die da sind. Denn die haben es verdient, dass sie die maximale auch Beachtung und genießen, auch im Alltag. Und dass man mit denen auch Fortschritte macht und arbeitet. Und ich glaube, das tun wir. Wie sehen Sie denn den Gegner? MSV Duisburg hat ja nachgerüstet, unter anderem mit Daniel Ginczek, mit Engin. Was haben Sie? Sie haben sicherlich Videomaterial bekommen, auch schon von den Testspielen. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, MSV Duisburg arbeitet ja mit dem Trainer ein bisschen länger zusammen, als wir es tun. Die agieren aus dem 4-4-2-4-2-3-1-System. Ja, haben eine geradlinige Spielweise Richtung Spitze. Natürlich auch mit dem Daniel Ginczek ein Spieler, auf den natürlich Erfahrung mitbringt und Qualität mitbringt. Ja, und dennoch sehen wir uns gut gerüstet, um 3 Punkte hier bei uns zu bleiben. Wird Sie Dr. Christian Werner auf der Trainerbank unterstützen oder wird er auf der Tribüne Platz nehmen? Das werden wir tatsächlich noch besprechen heute. Da habe ich noch ein Meeting mit ihm und werden gemeinsam eine Entscheidung treffen. Wie hatten Sie es denn in der Vergangenheit? Ich habe beides bisher schon gehabt. Ich bin da eigentlich ganz entspannt. Ich fokussiere mich auf das Spiel und da bin ich ganz, ganz gespannt. Christoph? Haben Sie irgendein Ritual vor dem Spiel? Oder vielleicht insbesondere vor dem ersten Spiel? Nein, Ritual habe ich nicht. Es gibt eine maximale Vorbereitung für die Mannschaft. Es wird eine Videobesprechung noch geben vom Spiel. Bevor wir rausgehen, wird es auch eine Einstimmung aufs Spiel geben, wo es ein bisschen emotionaler wird und dann geht es los und der Kampf beginnt mit 3 Punkten. Das heißt, Sie halten dann nochmal eine Rede? Genau. Wie hat denn Marco Hiller die Entscheidung wahrgenommen jetzt von Ihnen oder beziehungsweise haben Sie es beiden Leuten gesagt? Ich habe tatsächlich jetzt kurz vor der PK beiden mitgeteilt. Natürlich brauche ich auch die maximalen Eindrücke, um diese Entscheidung zu treffen. Ja, Marco war natürlich happy. Alles andere wäre schlecht, wenn das nicht wäre. Gibt es noch Fragen? Ich sehe keine, doch eine Ruben noch. Sie können ja die Abendzeitung wieder fragen. Wenn man so will, gibt es eine Art Debütfluch bei 60. Die letzten Trainer, Interimstrainer eingeschlossen, haben ihr Debüt allesamt verloren, allesamt zu Null, die letzten 3 jedenfalls. Okay. Irritiert Sie aber nicht? Ich glaube,
wie heißt es schon, jede Serie, die lang hält, macht es wahrscheinlicher, dass die gerissen wird. Irgendwann, je länger sie geht. Also insofern wird es Zeit, dass wir die Serie verweisen. Das wusste ich nicht. Herr Janikis, kennen Sie auch die Heimtabelle des TSV 1860? 60 München steht, glaube ich, auf Platz 18. Also ist nicht ideal. Wie wollen Sie das ändern? Es geht darum, erfolgreich Fußball zu spielen. Es geht darum, wie gesagt, eine Balance herzustellen aus Defensive und Offensive, dass wir in der Lage sind, glaube ich, Spiele zu gewinnen und gefährlich zu werden, haben wir schon in Testspielen gezeigt. Die Tabelle ist Vergangenheit. Jetzt beginnt die Rückrunde und im ersten Spiel mit dem neuen Trainer. Und dann schauen wir. Welchen Fußball können denn die Fans erwarten morgen? Die Fans können morgen eine engagierte Löwenmannschaft erwarten, die alles dafür tut, um die 3 Punkte hier zu lösen. Dann glaube ich, haben wir alle Fragen beantwortet. Dann können wir noch erwähnen, wo wir hier von schlechten Omen die ganze Zeit reden, dass wir das Hinspiel gegen Duisburg gewonnen haben und dann bitte hoffentlich auch das Rückspiel gegen Duisburg erfolgreich bestreiten. Die eigenen Debüts waren im Schnitt ja auch positiv. Sehr gut. Mein Debüt war positiv, das stimmt. Im Schnitt. Im überwiegend. Schnitt. Überwiegend, ja. Also ich habe, glaube ich, nur gewonnen, ein Unentschieden, kann das sein? Ja, also. Ja, nee, also, verloren. Ja. Bitte? In Aalen verloren. Das stimmt. Das war nicht mitten in der Runde, es war nach einer Sommervorbereitung. Mitten in der Runde wurden alle Spiele, glaube ich, positiv gestaltet, wenn du sie, glaube ich. Also. Na also, dann klappt es auch morgen. Schönen Nachmittag. Alles klar. Bis morgen. Ciao. Thank you.